Was meinst du? Kann man, wenn man so ein Bild macht? Regisseur Hans-Christian Schmidt erzählt eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Es ist die Geschichte von Karl Koch. Überrascht waren die meisten, dass nach so langer Zeit ein Film gemacht wird. Der Film spielt ja Mitte der 80er. Aber überrascht davon, dass man über Karl Koch einen Film macht, waren sie eigentlich nicht, weil ich glaube, den meisten schon klar war, dass Karl ein sehr spezieller Mensch war und eben auch ein sehr kurzes und sehr extremes Leben geführt hat. Der 22-jährige August Diehl spielt Karl Koch. Schon ganz im Vorfeld war das ganz klar, was das für ein Typ ist. Also vom Körperlichen hin bis zum, wie er sich seelisch verhält. Karl, jetzt wart doch mal. Eber hat versucht, einen Witz zu machen. Er wollte dich zum Lachen bringen. Da gibt's aber nichts zu lachen, wenn mir was wichtig ist. Karl, das ist doch nur ein Spiel mit dieser beschissenen 23. Aber nicht für mich. Der Film heißt 23, weil die 23 für Karl eine ganz besondere Zahl war. 23 ist eine Zahl, die mit dem Buch Illuminatus zu tun hat. Der Schriftsteller Robert Anton Wilson hat den jungen Karl Koch damals infiziert. Es war sein Buch, welches Karl Koch nicht mehr losließ. Mein Buch Illuminatus hat Karl Koch fasziniert. Ich habe es 69 geschrieben, 75 wurde es veröffentlicht. Eigentlich war das Buch lediglich eine Parodie auf all die verrückten Verschwörungstheorien damals. Das Symbol der Illuminaten. Auf dem wichtigsten Zahlungsmittel der Welt. Olof Palme ist tot. Er fiel gestern Nacht einem Attentat in der Stockholmer Innenstadt zum Opfer. Der Tag hat 24 Stunden und jede Stunde hat 60 Minuten. Genau um 23.23 Uhr wird geschossen. Was ich sehr faszinierend finde, ist gerade diese Suche nach Zusammenhängen. Was uns auch bei der Recherche passiert ist, dass wir einfach gemerkt haben, die 23 taucht für uns häufiger auf als andere Zahlen. Das ist Adam Weishaupt. Und der ist der Gründer der Illuminaten, 1776 in Ingolstadt. Ach, das gibt's doch nicht. Als die Illuminaten verboten wurden, ging Adam Weishaupt nach Amerika, ließ George Washington beseitigen und wurde an dessen Stelle Präsident. Und deswegen ist auch die Freimaurerpyramide auf dem Dollar drauf. Ich würde nie sagen, sowas gibt's nicht. Aber ich würde auch nicht mit jemandem darüber reden und ihm sagen und ihn versuchen zu überzeugen, dass es so eine Geheimlogen gibt. Fabian Busch spielt David, den einzigen Freund, dem Karl Koch vertraut. Das Hacken hat sie zusammengebracht. Ihre Begabung, sich in die globalen Datennetze einzuklinken, treibt die Freunde in die Arme des KGB. Um perfekte Hacker abzugeben, mussten die Jungschauspieler ordentlich am Computer üben. Ich habe zwar einen zu Hause, aber den benutze ich eigentlich mehr so, ja, eigentlich fast gar nicht. Aber wir haben, wie gesagt, irre viel darüber gesprochen, auch mit Leuten, ehemaligen Hackern, die uns so Sachen erzählt haben und haben uns auch mit diesen Originalpersonen getroffen, die damals diese Geschichte erlebt haben und was die so für Geschichten erzählt haben. Ich kann gut nachvollziehen, dass es einen besonderen Reiz hat für bestimmte Leute, die dafür einfach sensibel sind und die dafür was übrig haben, bestimmten Theorien nachzuhängen. 23 ist ein mystischer Thriller, beklemmend und spannend, detailgetreu recherchiert. Im Jahr 89 stirbt Karl Koch. Natürlich an einem 23.